Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet through my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Fred Weidlers Country Corner. Ich melde mich hier vom schönen Westerwald, vom Westerwald Country Festival, und ich würde sagen, wenn Sie dabei bleiben, dann sehen Sie jetzt diese Themen. Okay, ich begrüße Frank Heidrich. Frank, du hast etwas gewagt im Westerwald, was wenige wagen. Du machst nämlich ein Country-Festival. Erzähl mal ein bisschen drüber. Ja, also wir haben den Westerwald zum Westernwald gemacht. Ja, und jetzt bereits zum dritten Mal. Und haben also vor 2 Jahren angefangen, die ganzen Country-Fans hier in den schönen Westerwald zu holen. Das Konzept ist aufgegangen und macht riesig viel Spaß mit der Szene hier. Ja, 3 tolle Tage zu feiern. Jetzt hast du ja heute wirklich ein Top-Act. Seit 1973 oder 71 sind die schon auf dem Markt. Truckstop ist heute hier. War es schwierig, die zu bekommen? Also das war immer so eine Idee von mir, schon als wir angefangen haben. Die Vorplanungen, die laufen ja meist immer so ein Jahr vorher schon. Und die ersten Jahre habe ich mich nicht so recht dran getraut. Aber die letzten Jahre, als dann im letzten Jahr, dass es also wirklich hier richtig voll war, habe ich gesagt, komm, den Schritt gehst du. Und ich kenne sie ja eigentlich so aus Kindesbeinen an. Bin auch sehr textsicher mit allen Truckstop-Songs, auch mit dem neuen Album. Also deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich sie bekommen habe. Hast du denn bei so einer Veranstaltung hier im Westerwald die Unterstützung der lokalen Behörden, Genehmigung etc. Stichwort? Ja, also die lokalen Behörden, wir arbeiten sehr gut mit denen zusammen, muss man sagen, auch mit der Polizei, weil wir sind ja hier auch ein bisschen so kreisübergreifend. Wir haben hier den Kreis Altenkirchen, direkt der nächste Nachbarort ist Mörlen, das ist schon Westerwaldkreis, und das geht alles sehr Hand in Hand, muss man sagen, sehr unkompliziert, und unterstützen uns alle, von der Feuerwehr angefangen, die hier die Parkanweisungen machen, bis zum Deutschen Roten Kreuz, also alles ist dabei. Du machst das sicherlich wieder. Was wäre denn so ein Wunsch, wenn schon mal eine Kamera da ist, für die nächste Veranstaltung? Für die nächste Veranstaltung, ja, also ich habe schon so ein paar Geheimtipps bekommen, und ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, was wir im nächsten Jahr machen werden. Also wenn ich so ein bisschen vorausschauend blicke, glaube ich, werden wir nächstes Jahr die Music Road Pilots holen. Boah. Und das wird wohl, glaube ich, so gut wie fest sein, ja. Dazu wünschen wir dir alles Gute von Fred Weidlers Country Corner. Und Ihnen, liebe Zuschauer, zeigen wir jetzt mal, wie ein Musikvideo entsteht. Mike O'Donoghue hat ein Video gedreht. Und dazu wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß. Viel Spaß. Ja, dann müssen wir doch mal für die Crew Feuer machen hier. Los, laufen wir wieder. Boah, Fred, sag mal, was hab ich mit Karl Emroy zu tun? Wo ist die richtige CD? Gut, Kamera läuft. I'm sitting there, the bar romance, playing cards, well I don't dance. Hard weeks and a whiskey dry comforts me, well that's a lie. Dead-eyed girls with golden hips, cocaine smell around their lips, short cold glove in arms of steel, saloon girls never feel real. Have a drink on me, hip hip hooray, another week, another day, whiskey girls, the cards and crime, playing round just for
Ich muss an Weihnachten zu Hause sein. Echt? Okay. Ich glaube, das schaffen wir so gerade. Na, wahrscheinlich erst neuer, aber egal, das schaffst du schon. What should I say? She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. So. Offen. Spiel mir das Lied vom Tod. Und wenn du das hast und du bist fertig, dann kommt dein schönstes Lächeln zu dieser hübschen Frau. Zeig noch mal in die Kamera das Lächeln. Ja, das wollen wir haben. Genau so wollen wir es haben. Lach mich mal an. Das ist ja herrlich. Ich glaube, das ist. Wir können doch eigentlich ein bisschen. Was soll denn das? Nimm doch mal auf. Das bringt doch alles nichts. Gott, ey! Sitting there, the barrow man's playing cards. Well, I don't dance. Hard week's end, a whiskey dry comforts me. Well, that's a lie. Dead-eyed girls with golden hips, cocaine smell around their lips. Sharp cold glove in arms of steel. Saloon girls never feel real. Have a drink on me, hip hip hooray. Another week, another day. Whiskey girls, the cards and crime. Playing round just for a dime. Nothing to eat, don't bother me. Have a drink, have a drink, have a drink on. Ireland's coasts are far away. No way back, I have to stay. Left my lass at home in pain. Same mistake I made again. Sitting there, the barrow man's playing cards. Well, I don't dance. Hard week's end, a whiskey dry comforts me. Well, that's a lie. Dead-eyed girls with golden hips, cocaine smell around their lips. Sharp cold glove in arms of steel. Saloon girls never feel real. Have a drink on me, hip hip hooray. Another week, another day. Whiskey girls, the cards and crime. Playing round just for a dime. Nothing to eat, don't bother me. Have a drink, have a drink, have a drink on me. Ireland's coasts are far away. No way back, I have to stay. Left my lass at home in pain. Same mistake I made again. Drowned my love in bourbon deep. But she returns in every sleep. I almost daily yearn for her. To starve with her I would prefer. Have a drink on me, hip hip hooray. Another week, another day. Whiskey girls, the cards and crime. Playing round just for a dime. Nothing to eat, don't bother me. Have a
drink, have a drink, have a drink on me. Said I better save my pay instead of washing ache away by drowning it in alcohol. Well, somewhere past I lost control. So think again before you blame and give not ask advice again. I'd rather buy you drinks before I have to beat you black and sore. Have a drink on me, hip hip hooray. Another week, another day. Whiskey girls, the cards and crime, playing round just for a dime. Nothing to eat, don't bother me. Have a drink, have a drink, have a drink on me. Nothing to eat, don't bother me. Have a drink, have a drink, have a drink on me. So, neben mir habe ich den Hein. Du siehst ja nun wirklich aus wie ein richtiger Cowboy. Wo kriegst du die Klamotten her? Ja, es gibt ja Läden, wo man sowas kaufen kann. Okay. Wir haben selber früher, bis 2008, haben wir selber so einen Laden gehabt. Wie lief das denn mit dem Westernladen? Ist das heutzutage noch ein Geschäft? Ich sag mal, von Leben kann man nicht mehr. Das ist also. Gibt es zu wenig Fans? Ja, sag mal so, das ist einfach so, wenn jemand sein Outfit hat, dann braucht er mal noch einen Hut und braucht vielleicht mal noch ein Hemd, aber viel mehr ist dann nicht mehr zu holen. Wo kommst du her? Ich komme aus Puderbach, das ist in der Nähe von Gierdorf an der A3. Und wie findest du hier diese Veranstaltung? Weil ich finde sie also sehr gut aufgemacht. Ist, sag mal, jetzt die dritte und man muss sagen, sie haben jetzt mit Dragstorff in der dritten Veranstaltung natürlich schon eine super Band geholt, die Nummer 1 hier in Deutschland. Also alle Achtung. Also, das finde ich auch. Ich bedanke mich bei dir, dass du ein bisschen Zeit hast. Ich wünsche dir noch viel Spaß hier auf dem Westerwald Country Festival. Und Ihnen, liebe Zuschauer, möchte ich jetzt mal zeigen, dass ein Mann aus Michigan, ein Freund von mir, der Karl Emroy, hier in Deutschland auf Tour ist. Und dazu jetzt hier die Bilder. Hier ist ein Lied, was uns zusammengebracht hat. Fred Weidler und ich, mein Manager, auf den ich sehr stolz bin, der sich ja hier furchtbar anstrengt. Aber das Lied hat uns zusammengebracht, weil er hat das so gut gesungen für ein Weihnachten. In 2012 hat er das so an die Internet gesungen mit meiner Stimme. Fred Weidler, sein Lied. This day that goes away. First in every morning that I do, I listen you.
Ladies and Gentlemen, ihr seid ja eine wunderbare Audience. Hallo Leute, ich stehe hier neben Karl Emroy und der Videodreh zu seinem Musikvideo beginnt sofort. Ich habe noch eine riesen Bitte an euch. Das Making-of hier, wo der junge Mann hier filmt, das nimmt alles auf. Also, dann fangen wir mal an. Karl, you ready? Kamera läuft. Ton ab. Well, I woke up Sunday morning with no weight on my head that didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Wir machen das jetzt noch einmal, was du Großaufnahme gemacht hast. Und danach stellen wir die Kamera hier, hier ist ein Schatten und nehme ich nochmal groß. Then I walked across the street and caught the Sunday smell of someone frying chicken. Yvonne, wenn du so lieb wärst, so willst du die Kamera da drüben irgendwo hin platzieren, so dass du von hier bis hier das drauf kriegst und dann machen wir das mit den Statisten. Wie lange seid ihr verheiratet? Gar nicht. Dann könnt ihr schön langsam laufen, alles klar. So, sonntags morgen Spaziergang. Super, super. Alles klar. Okay, weiter. Super. Dankeschön. Cowboy Gerhard. Komm mal her. Wenn du von innen siehst, dass die hier vorbeigelaufen sind, dann kommst du hier einfach raus, läufst hier rum. Und läufst dir durch. Das war's. Kamera läuft. Ton ab. Well, I woke up Sunday morning with no weight on my head that didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Alles klar, ist gekauft, danke. Karl, du guckst nicht dahin. Du stehst da in dich versunken und dann kommt eine Frau mit dem Pferd an. Ja, genau. Du läufst hier so vorbei. Du läufst ganz normal vorbei, langsam. Wenn der Karl vorbei ist, guck dir. Well, I woke up Sunday morning with no weight to hold my head that didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet through my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across the street and caught the Sunday smell of someone frying chicken. Lord, it took me back to something that I'd lost somewhere somehow along the way. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday that makes the body feel alone. And there's nothing short of dying as half as lonesome as the sound of a sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down.
dark I saw Daddy with a laughing little girl that he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to the songs they were singing. Then I headed down the streets, and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like the disappearing dreams of yesterday. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing love that I was stoned, 'cause there's something in a Sunday that makes the body feel alone. And there ain't nothing short of dying that's sad as lonesome as the sound of a sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down. Zwei von sechs sind hier, der Chris und der Andreas von Truckstop. Und ich freue mich riesig. Ich fange jetzt erstmal mit dir an. Du bist wie lange schon bei der Band? Ich habe sozusagen heute mein Dreijähriges. Das muss man ja irgendwie feiern. Und da komme ich auch. Das war der 19. Juli 2013 und heute haben wir den 22. Ja, ja. Ja, ja. 2016. Okay. Wie ist es in so einer wirklich Legende zu spielen, in einer Country-Legende? Es macht natürlich Spaß. Es war aber von Anfang an total entspannt. Das heißt, wir stehen alle auf dieselbe Art von Musik, haben Spaß, diese Musik zu machen. Und das war an und für sich immer von Anfang an irgendwie Big Country Family. Andreas gehört auch zu dieser Family und du bist der Leadsänger, wie man das so neudeutsch sagt. Ja. Ich habe vor über 20 Jahren angefangen, für die Jungs Songs zu schreiben und habe auch für Lucius sehr viele Sachen geschrieben und für Cisco, die ich jetzt singe. Und das war zuerst komisches Gefühl und jetzt fühlt sich das gut an. Was ich persönlich an der ganzen Sache absolut top finde, ist euer Video. Wer macht denn die Ideen? Wer entwickelt das? Ist das ein Gemeinschaftsprojekt? Nee, das hat der Videoproduzent entwickelt. Der hat sich den Song gegriffen. Meinst du jetzt, Männer sind so oder meinst du, die Party geht weiter? Ja, stimmt. Ihr habt ja ein Video nach dem anderen. Ja, Männer sind so, finde ich erstmal gut. Das war der Christian Barz, der hat das entwickelt. Der hat sich den Song vorgeknüpft und hat eine Geschichte da reingebaut. Und ich finde, er hat es ganz toll umgesetzt. Das muss ich auch sagen. Ihr habt ja, wenn ich mich so zurückerinnere, viele, viele Auftritte. Da sind ja viele in der Country-Szene, soweit ich das beurteilen kann, kam ja mal aus einer anderen Ecke, wie ich im Vorgespräch schon gesagt habe. Neidisch kann man nicht sagen, aber schon interessiert, gucken die sich das an. Natürlich, im Sommer ist Festival-Business angesagt. Das heißt, Country-Festivals und die ganzen Sachen, so wie heute hier auch. Aber im Herbst fahren wir eine Tour. Und dass der Chris und der Andreas und Truckstop und die Jungs Profis sind, das schauen wir uns jetzt auf der Bühne an. Und ich würde einfach sagen, liebe Zuschauer, viel Spaß mit Truckstop. When the sun goes down on my side of town, that lonesome feeling comes to my door, the whole world turns blue. 'Cause a rundown bar across the railroad track, we got a table for two way in back, where I sit alone and think of losing you. Still, it's a lovely. I could be late for a date, that's fine. You better be on time.
it's all so slow. Baby, we got a place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite as strong. I can't believe how much it turns me on. Just be your man. Genießt die Musik, genießt die Freundschaft, haut rein und hier kommt Dave Dudley! Easy, 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 easy
Okay, liebe Zuschauer, das war die erste Ausgabe von Fred Weidlers Country Corner. Ich habe mir eine Verstärkung geholt. Das ist die Lynn. Die redet nicht mit euch, aber die kann winken. Und wir freuen uns, dass Sie sich diese Sendung angesehen haben. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Frank Heidrich, dass wir bei dieser großen Veranstaltung hier im Westerwald zu Gast sein können. Und jetzt winken wir mal zusammen. Pass mal auf. 1, 2, 1, 2. Du kannst aber besser winken, ne? Kannst du auch was sagen? Wie heißt du? Lynn. Das ist Lynn, ja! Tschüss, machen Sie es gut!